خوندوني شوكول كلامبيل. Mutter! Uto! Bring ihn weg von hier! Jonah. Wie geht's, Edsley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Das ist es. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Scheint ein Tempel zu sein. Hm.
Hoffentlich ist Onuratu okay. Von wem sind die? Weder Maya noch Inka. November 16, 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paetitianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl aber doch eher Tieren gleichen. »Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft?«, fragte er weiter. »Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen?« Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere? Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Es ist hoch, aber es geht. Das ist unglaublich.
Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukul Khan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von Ixchel. Was war das? Thank you.
Hier muss eine gewaltige Schlacht. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich muss die Barrikade überwinden. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich muss die Barrikade überwinden. Galeone? Wie kommt die in diese Höhle? Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ich muss, das Falkonett ist in Stellung. Ich muss zum Bug gelangen.
zum Bugemann. Muss zu der Kiste. Mist, er rührt sich nicht. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Warum ist zu weit draußen? Hm.
den Baum ausrichten. Ich muss irgendwie auf die Masten klettern. Den Baum ausrichten. Ich muss 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 den Baum ausrichten.
Ich muss den Baum ausrichten. Den Baum ausrichten. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen.
Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben.